Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing Video von mir für euch. Heute mit einer elektrischen Zahnbürste. Oraimo Schallzahnbürste mit 8 Aufsteckbürsten inklusive. Es ist eine elektrische Zahnbürste, welche im Schallsystem arbeiten wird. Das heißt also andere Technik beim besagten Entdreckelisieren unseres Kauleistchens. Die Schallzahnbürste ist eine neue Errungenschaft der Technik. Sie kann nämlich viel schnellere Bewegungen durchballern als die standardisierte normale Rotationszahnbürste. Und noch viel natürlich mehr als die Handzahnbürste, welche wir früher gewohnt waren. Wir haben 5 optionale Modi, 3 Stunden Schnellaufladen für 60 Tage des Zahnbürstenbenutzens. Mit einem 2-Minuten-Timer, denn ja, ihr solltet mindestens 2 Minuten eure Zähne ballern. Ich bevorzuge sogar 3 Minuten. Sie ist IPX wasserdicht, das heißt, sie ist natürlich für eure Kauleiste gemacht und darüber hinaus ist sie auch noch sehr stark spritzwassergeschützt. Und die IPX7-Sache kann ich bestätigen, denn auch dort kann sie auch untergetaucht werden. Zwar jetzt nicht tieftauchmäßig, also ihr solltet jetzt nicht damit irgendwelche Tieftauch-Sachen erledigen und dann mal kurz auf die Idee kommen, eure Zähne zu putzen unter so 20, 30 Meter unter der Wasseroberfläche. Das ist vielleicht nicht so eine sinnvolle Idee, aber für den ganz normalen Badezimmer-Duschen-Einsatz, sprich, ihr könnt während des Badens Zähne putzen, während des Duschens Zähne putzen, während ihr im Swimmingpool liegt und sitzt, Zähne putzen, kein Problem. Ihr könnt sie auch danach ganz volle Pulle abwaschen, auch kein Problem. Es ist eine tolle elektrische Zahnbürste für Erwachsene und Kinder. Oraimo Ultraschall-Zahnbürstchen mit weichem Dupont-Nylon-Borsten hat eine große Kontaktfläche. Sie ist besonders geeignet für Erwachsene und auch Kinder. Sie entfernt zuverlässig Plack und Ablagerungen, Zahnbelag auf unseren Zähnen. Mit einem leistungsstarken Motor, der 40.000 Vibrationen pro Minute unsere Zähne dann aussetzt. Und das ist gut, denn mehr Vibration bedeutet mehr Wegsprengen von den bösen Sachen, die sich so auf unseren Zähnen ablagern. Wir haben 5 optionale Putzmodi, das heißt, wir wollen den Modus für weiße Zähne, für saubere Zähne, für sensitive Zähne, für polieren und massieren. Wobei jetzt natürlich zu sagen ist, das Massieren ist jetzt nicht unbedingt für den Zahn geeignet, sondern eher für das Zahnfleisch. Das Polieren ist natürlich wieder für unsere Zähne gedacht. Sensitive bedeutet, dort wird dann etwas zarter poliert oder zarter vibriert. Fürs Saubermachen wird dann auch stark vibriert. Und für das Aufweißen gibt es noch einen weiteren Modus. Das heißt, wir können uns einen Modus aus diesen 5 Modi heraussuchen, der für uns der akkuratste sein wird. Das Design dieser Zahnbürste ist wirklich cool. Sie ist wirklich sehr hübsch, finde ich. Sie ist sehr schön designt. Sie hat so Applikationen, auch die, das sieht mir aus so ein bisschen wie Gold. Der Rest ist in Schwarz oder eher so in ein glänzendes Schwarz gehalten. Und was auch richtig cool ist, die Borstlies sind auch in Schwarz-Weiß gehalten. Ey, sehr designtechnisch, sehr, sehr schick aufgestellt. Wirklich echt cool. Die Aufladung dieser Zahnbürste erfolgt über USB-C. Das heißt also, überall können wir diese Zahnbürste mit einem USB-C-Kabel aufladen. Das heißt also, gehen wir davon aus, also 60 Tage soll sie halten, ne? Und 4 Stunden brauchen wir für eine Ladung. Dann dauert es 60 Tage, wenn wir es zweimal pro Tag benutzen, bis sie wieder leer ist. Also das heißt, wir müssen
Okay, meistens sagt der Hersteller ja viel zu viel. Das heißt also, gehen wir davon aus, wir müssten also eigentlich müssten wir alle 2 Monate laden. Ne? Aber selbst wenn es einmal im Monat ist, finde ich es schon heftig deftig, dass man nur einmal im Monat die Zahnbürste laden muss, um sie dann zu benutzen. Finde ich gut. Hersteller sagt aber sogar 2 Monate, eine Ladung. Das bedeutet, diese Zahnbürste ist perfekt geeignet wenn ihr auf Reisen seid, auf Dienstreisen oder im Urlaub oder wo auch immer, unterwegs einfach. Denn ihr habt bestimmt euer iPad dabei, ihr habt bestimmt euren Laptop dabei, ihr habt bestimmt dafür dann natürlich auch die AC-Adapter dabei, sprich die Ladegeräte. Und an diesen Sachen und auch an dem PC etc., am Laptop, könnt ihr auch dieses Gerät hier laden. Oder natürlich an Smartphone-Ladegeräten, wo auch immer ihr einen USB-C oder USB-Schnittstelle findet. Wir putzen die Zähne ganz gesund und machen es zur Gewohnheit, morgens und abends den Timer zu benutzen. Das heißt also, mindestens 2 Minuten können wir so dann herausfinden, wann wir wechseln sollten in unserer Kauleiste. Ne? 2 Minuten, das heißt rechts oben, links oben, 1 Minute, rechts unten, links unten, 1 Minute. Und der Timer alle 30 Sekunden stoppt er kurz und wird uns dadurch daran erinnern, Digga, mach mal woanders weiter. Sehr cool. Timer-Funktion finde ich klasse. Verpackungstechnisch finde ich super klasse. Sehr edel verpackt hier das Produkt. Wirklich sieht richtig cool aus. Sieht sehr, sehr edel aus. Wir haben hier Neongrün an den Seiten. Wir haben hier eine schöne schwarze Optik und das Produkt in der Mitte, Hochglanz gesetzt. Und hier steht noch, dass man 8 von den Freunden dabei hat. Die halten natürlich auch sehr lange bei 8 Stück. Da seid ihr mehrere Jahre ausgerüstet mit. Und meistens sagen die Hersteller, man soll so alle 3 Monate wechseln. Ich finde aber, man kann diese Teile länger benutzen. Also ich selber benutze meine immer so ein halbes Jahr. Ja. Und das heißt, mit 8 Stück. Gehen wir mal davon, 3 Stück pro Jahr, 3, 6, 9, das heißt 3 Jahre. Wenn ihr ein bisschen sparsam, kommt ihr 3 Jahre mit diesem Satz an den Aufsätzen, sprich an den Zahnbürstenaufsätzen selber voran. Und das finde ich voll okay. Das ist 3 Jahre, können wir damit putzen, ist super nice. Vor allen Dingen, das ist echt kein Scheiß. Wir haben hier auch noch ein Haltesystem dabei, damit wir unsere Zahnbürste auch mal schön irgendwo hin platzieren können. So, diese Zahnbürste kann man demzufolge dann auch irgendwo befestigen und sie dann dort positionieren. Wir haben hier dafür solche Haltefreunde, damit wird man die Zahnbürste einklemmen können. Ich glaube, ich verstehe das System hier schon ganz gut. Genau, aber so rum, das so rum hinkommen? Nein, so, zack und hier rein. Na, ihr seht das hier, das ist das Teil, das müssen wir uns erst zusammenfrummeln. Das heißt, wir setzen das so ein, dass wir jetzt hier die Zahnbürste einsetzen können. Die steht dann hier drauf chillig rum. Und hier ist dann eine Klebeeinrichtung, die wir dann benutzen können, um das Teil irgendwo festzukleben. Und an der Fliese zum Beispiel. Das wird doppelseitiges Tape sein. Sehr schön, sehr cool. Dann haben wir hier Kabel dabei, USB-C zu USB-Kabel, auch nicht das kürzeste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Stück. Ne? 3, 6, 7 und eines ist schon am Gerät dran. Das heißt, wir haben 8 von den Bürstenköpfen am Start, die alle nochmal extra eingepackt ist. Und jetzt kommen wir zum Hauptakteur und das ist hier unsere Freundin, die gute Zahnbürste, die total eingeschweißt ist. So, mal rausholen, die Kleine hier. Hier oben ist auch noch eine Abdeckung. Zack, zack. Hier, zack. So, guck mal hier. Sieht schön aus. Sieht wirklich schön aus. Es ist eine leichte Zahnbürste. Sieht schön. Borsten sind vernünftig geformt, so zahntechnisch geformt. Um das abzukriegen, einfach rausziehen. So ein bisschen eindringen. Habt ihr gemerkt? Klack, raus, zack. Dann wieder rein, klack, einmal drehen. An und aus wird hier gemacht und ihr hört den Schall. Die ist ganz schnell. Das war jetzt gerade white, jetzt kommt clean, sensitive, polish, pulsierend, Massage, auch mit unterschiedlichen Massagefunktionen.
und wieder aus. Super cool, hier vorne LEDs, hier unten ein Fusli, sehr schön. Zack, darunter haben wir auch dann unseren USB-C-Port, den wir hier sehen. Da ist er, der USB-C-Port. Auch alles abgedichtet, sehr schön, vernünftig verarbeitet. Schöne, leichte und wirklich edel aussehende Zahnbürste hier am Start, die genug Stuff dabei hat, um sie mindestens 3 Jahre benutzen zu können. Und danach kann man die Dinger natürlich auch noch nacherwerben. Das ist die Oraimo elektrische Zahnfreundin. Und zwar ist es eine Schallzahnbürste, eine Ultraschallzahnbürste. Viel gut und viel Spaß beim Reinigen eurer Zähne. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sonst so.